Hi und willkommen zurück. Mein Name ist Marius Michler. Heute das zweite Lightroom-Tutorial auf diesem Channel und heute mit dem Thema, wie du deine Fotos auf das nächste Level bringst und wie du aus diesem Foto das Foto machst. Ich freue mich mega, dass du heute dabei bist und wir springen direkt auf den Laptop. So, jetzt sind wir hier und in der letzten Folge oder in der ersten Folge hast du ja gelernt, was das hier alles bedeutet und wie du dein Foto in Lightroom so bearbeitest, dass die Belichtung stimmt. Und wir haben aus diesem Foto hier links das hier gemacht und heute geht es jetzt darum zu verstehen, wie du die Farben veränderst, wie du bestimmte Akzente setzt, sodass dein Foto um einiges geiler aussieht. Und wir machen quasi aus dem Foto das Foto. So, jetzt geht's los. Wir springen hier einmal ganz kurz rüber. Unbedingt, falls du dich noch nicht so mit Lightroom auskennst und dich fragst, wie bekomme ich überhaupt ein Foto hier rein, was sind die ersten Schritte, dann guck dir die Folge zuvor an. Da ist das alles erklärt. Denn heute gehen wir einen Schritt weiter. Und zwar springen wir erstmal hier hin. Was das absolut Allerwichtigste ist. Ich weiß nicht, wie das am Anfang aussieht, ob das bei dir so aussieht oder so. Ich arbeite ganz gerne mit dem hier, Color. Denn bei Color kannst du jede einzelne Farbe durchgehen und dann jede einzelne Farbe für sich bearbeiten. Wir fangen an mit Rot. Und zwar bei jeder Farbe ist es so, dass du einmal die Hue einstellen kannst. Das ist im Prinzip die Farbe der Farbe. Also ob das Rot mehr in Richtung Pink geht oder mehr in Richtung Orange geht. Dann die Sättigung, also wie stark das Rot gesättigt ist. Und dann die Helligkeit, ob die roten Töne im Bild eher hell sind oder eher dunkel sind. So, in dem Bild jetzt zum Beispiel, du siehst, ich verändere das Rot und es passiert nicht viel. Weil hier sehr wenig rote Akzente sind. Deswegen kann ich das eigentlich so lassen, wie es ist. Deswegen springen wir zu Orange. Orange wird vermutlich hier sich viel ändern, bei der Sonne. Und du siehst schon, du siehst ein wenig was. Wenn ich das Ganze nach rechts ziehe, ist es mehr so ein komplettes Gelb. Und da geht es mehr in ein Rot. Ich liebe es, Orange oder allgemein Sonnenuntergänge, mehr in Richtung Rot zu führen. Das mache ich in dem Fall auch. Wie du siehst, habe ich es jetzt dahin geführt und es ist ein wenig oranger geworden. Dann die Sättigung mache ich ein ganz bisschen nach oben. Luminanz, wie du siehst, verändert sich auch einiges. Und wie du siehst, wenn ich das Ganze nach links ziehe, sehen die Wolken ein wenig creepy aus. Deswegen lassen wir das ungefähr mal bei der Mitte. So, bei Gelb verändert sich jetzt deutlich mehr. Und in dem Fall auch ziehe ich das Gelb ein bisschen mehr ins Orange, dass es oranger wird und mache die Sättigung auch ein bisschen hoch. Und wenn wir jetzt hier das verändern, verändern sich auch wieder die Wolken und die Sonne. Das lassen wir aber erstmal so ungefähr bei 0,0. Bei Grün wird vermutlich jetzt sich nicht viel verändern. Wie du siehst, verändern sich die Außenpunkte der Sonne. Die habe ich, damit das schön eben aussieht, mache ich die auch ein wenig mehr ins Gelbe. Und Sättigung lassen wir einfach mal so, wie es ist, ein bisschen höher. Und Luminance, verändert sich ein ganz bisschen was, schraube ich ein bisschen hoch, sodass ein kleiner Lichtkegel hier so entsteht. So, Aqua, wie du siehst, verändert sich der Himmel ein wenig. Entweder ein bisschen lila oder ein bisschen mehr das. Viele gehen auf diesen Teal and Orange Look. Da hast du das Aqua mehr hier auf der Seite. Ich präferiere ein etwas dunkleres Blau. Zieh deswegen das ein bisschen weiter rüber. Sättigung, wie du siehst, passiert auch nicht so viel. Du siehst hier, entsteht auf einmal so ein komischer, ekliger, blauer Dings. Das wollen wir natürlich nicht. Und hier kannst du auch nochmal einstellen, wie hell das ist. Da kannst du auch ein bisschen Kontrast mit reinbringen. So, jetzt wird sich einiges mehr verändern, nämlich bei Blau. So, entweder in die Richtung oder in die Richtung. Richtig eklig. Ich liebe dieses Blau. Das ist so mein Favorite. Damit spiele ich so ein bisschen rum, so ein bisschen mehr in das Lila, aber schon noch blau-blau.
Sättigung, wie du siehst, verändert sich auch mega viel. Ja, ich liebe es, wenn das Blaue nicht ganz so gesättigt ist. Gehe dafür ein ganz bisschen runter. Und hier bei Helligkeit des Blaus siehst du auch, erstens kommen die Wolken noch ein bisschen mehr durch. Und zweitens wird es auch ein bisschen dunkler und dementsprechend kräftiger. So, hier wird sich nichts verändern, weil wir diese Töne einfach nicht im Bild haben. Jetzt kommt etwas super, super Interessantes. Und zwar hast du die unglaubliche Möglichkeit, in deine Highlights bzw. in deine Schatten Farben reinzuhauen. Also in die hellsten Töne bzw. in die dunkelsten Töne. Und hier, wir haben ja hellsten Töne, haben wir in der Sonne. Deswegen gehen wir auch hier so ein richtig geiles, schönes Orange. Kannst du genau auswählen, wie das aussehen soll. Du siehst, da kommt gleich mit ein bisschen Pink mit rein, wenn ich mehr ins Rote gehe. Oder hier wird es ein bisschen blauer. Muss aber für dich das Passende finden. Ich gehe jetzt erstmal so ein bisschen für diesen Ton. Hau die Sättigung aber nicht ganz so krass, nur so ein bisschen. Machen wir auf 23% erstmal. Schatten. Gehe ich da in die quasi in das Kontrast, in die Komplementärfarbe und gehe mit so einem Blau. So haben wir so einen richtig, in meiner Wahrnehmung, richtig geilen Kontrast. So, wenn wir jetzt mal einen kleinen Vergleich machen, hat sich schon mal einiges getan in den Farben. Ich finde jetzt zum Beispiel das Blau wieder ein bisschen zu lila und steuere da ein wenig zurück. Das ist sowieso ein Ausprobieren und ständig evaluieren, was geiler aussieht und ein ständiges Anpassen. Wenn wir auf Detail kommen, können wir einmal Sharpening machen. Meine Empfehlung ist, so ein Wert um die 25 ist mega geil, sonst wird das Bild halt einfach richtig zu scharf und zu eklig. Das sieht man hier, dieses ganze Kräuseln, wenn man ranzoomt. Und wenn ich ein bisschen zurückgehe, sieht es wieder normal aus. Noise Reduction, auch so ein Wert von 25. Genau das gleiche bei Color, also bei Luminance und bei Color. So, jetzt kommt etwas, was extrem geil ist. Früher bin ich immer auf Profile gegangen und bin auf Enable Profile Corrections gegangen. Dann macht Lightroom das automatisch. Jetzt mittlerweile gehe ich auf manuell und teste mich ein bisschen aus. Du bringst einfach quasi ein bisschen Verzerrung in das Bild, ein bisschen Distortion. Ich gehe meistens so auf einen so Wert 25, 30. Du siehst schon, wie das Bild so verzerrt wird. Und dann, wenn du auf Constrain Crop gehst, wird es wieder reingecroppt und dann sieht das so aus. Ich weiß nicht, ob man das im Vorher nachher sehen kann, aber das Bild ist ein bisschen verzerrt und in meiner Wahrnehmung gibt das so einen richtig geilen Look und ein bisschen mehr Tiefenschärfe. Einfach so, einfach einen dynamischeren Look. So, dann gibt es noch ganz viele Optionen hier in Lightroom, die ich erstmal nicht, auf die ich nicht eingehe, weil ich sie selber nicht so viel nutze und weil sie für den Anfang auch einfach viel zu viel sind. Was noch mega geil ist, ist halt Vignetting. Du kannst entweder eine weiße Vignette an die Ränder hauen oder eine dunkle. Wenn du zum Beispiel in der Mitte ein Subject hast, also ein Objekt oder ein Subjekt, was du hervorheben willst, machst du halt die Seiten ein bisschen dunkler und somit sticht das ein bisschen mehr raus. Brauchen wir jetzt in dem Fall aber nicht. Ich mag das so, wie das ist. Und Transform lassen wir auch weg. Hier ist dasselbe. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur noch ein bisschen intensiver und geiler. Ich benutze meistens das hier unter Effects, Highlight Priority. Und dann kann man das ein bisschen verstellen. So, hier unten, das habe ich früher sehr viel verwendet. Da kannst du die kompletten Farben nochmal verändern. Das, was auch sehr intensiv ist, kannst du dich mal testen, wenn du willst. Hier, wenn du nach links siehst, kannst du so einen richtig geilen Teal- und Orange-Look raushauen. Also so übertrieben. Arbeite ich tatsächlich in letzter Zeit nicht mehr so viel mit. Ist aber etwas, was man halt auf jeden Fall machen kann. So, wenn wir jetzt mal nach oben gehen, siehst du jetzt schon vielleicht schon vorher, nachher, hat sich schon einiges jetzt verändert. Das Orange ist deutlich oranger, also mehr ins Rote. Das Blau hat sich ein bisschen verändert. Das Bild ist ein bisschen verzerrt. So, aber wir sind natürlich noch lange nicht an dem Punkt, wo wir eigentlich hingehen können. So, was ich jetzt mache, das war halt ein Sonnenuntergang, wie du siehst, und ich liebe das einfach, diesem Sonnenuntergang so dieses richtig geile, magische Ge zu geben. Und deswegen übertreibe ich da manchmal auch ein bisschen. Deswegen haue ich die Highlights noch weiter hoch, sodass das entsteht.
So, jetzt ist das da oben mir ein wenig zu pink. Ich guck mal, was sich verändert, wenn ich hier ein bisschen weiter rüber gehe. Wie du siehst, wird es dann nicht mehr so pink. Und da will ich jetzt einfach etwas für mich finden, was für mich stimmig aussieht. Das finde ich extrem stimmig. Du siehst doch den Unterschied, wie es vorher war und wie es jetzt ist. Dann spiele ich hier noch ein bisschen rum, dass das mehr oder weniger natürlich aussieht. Es war natürlich ein sehr intensiver Sonnenuntergang, müsst ihr wissen, ne? So, seht ihr schon mal den Unterschied? Schon mal ein Riesenunterschied in den Farben. So, jetzt gibt es etwas, was ihr machen könnt, was ich super, super gerne mache. Das ist dieses Tool hier. Hier könnt ihr, das heißt ein Radialfilter, könnt ihr einzelne Bereiche eures Fotos quasi markieren, ausgrenzen, wie zum Beispiel richtig geil bei Personen, wie zum Beispiel ich jetzt hier, ich stehe hier und ich will mich jetzt ein wenig hervorheben. Das mache ich, indem ich hier so einen Radialfilter rumziehe. So, und wenn du jetzt siehst, ich klicke jetzt mal auf Invert. Invert bedeutet, dass dieser Bereich jetzt hier drin verändert wird. Wenn du siehst, ich haue jetzt die Belichtung hoch, bam, werde ich viel heller. Also nur ich, nur ich. Und bei Shadows ist es genauso bei allen. Ich könnte mich jetzt ein bisschen mehr von der Sonne anstrahlen lassen. Was wir jetzt einmal ein bisschen machen. So ein kleiner Glow drauf. Das könnte ich auch bei den Highlights machen. So werde ich ein bisschen mehr angestrahlt. So. Was ich jetzt auch noch liebe, ist, ich setze nochmal einen neuen Filter drauf. Und diesmal, ihr könnt mit den Pfeilen, könnt ihr den halt anpassen, wie ihr wollt. Ihr könnt den drehen, kleiner machen. Ihr könnt auch hier noch die Feather erhöhen. Und dann mache ich jetzt nicht Invert. Und das bedeutet, dass der ganze Außenbereich quasi ja, aktiviert wird. Und jetzt gehe ich mit der Klarheit runter. Wenn ich jetzt mit der Klarheit runtergehe, bedeutet das, dass das ganze Bild weicher wird, außer ich. Und das mache ich ganz gerne, wenn ich mich hervorheben will. In diesem konkreten Fall jetzt, in diesem Bild, mache ich das nicht, weil ich die Wolken extrem geil finde, wenn die so mystisch sind. Deswegen gehe ich da ein ganz bisschen mit runter, aber nicht so mega extrem. Also das merkt euch das, ein Radialfilter ist ein extrem, extrem geiles Tool. Wo wir jetzt schon mal bei den ganzen Filtern dabei sind, kann ich euch noch ein weiteres Tool zeigen. Das ist nämlich der Adjustment Brush. Das ist quasi wie so ein Pinsel. Da könnt ihr, wo ist das? Hier. Bei Size könnt ihr die Größe des Pinsels verändern, wie groß halt der Bereich sein soll. Könnt ihr noch Feather verändern. Chip. Müsst ihr einfach mal mit rumspielen. Und ich markiere jetzt zum Beispiel einfach mal die Wolken hier. Mal die ein bisschen an. Wenn ihr jetzt hier unten auf Show Selected Mask Overlay klickt, könnt ihr genau beobachten, was ihr gerade anmalt. Ich male jetzt hier die Wolken an. Gehe hier überall so ein bisschen rüber. Einen großen Feather. Guckt, dass das ein bisschen gleichmäßig aussieht. Bisschen schick. Dies, das. So, hier oben vielleicht die Wolke auch noch mit einnehmen. So, hier auch noch natürlich. So. Jetzt, wenn wir alle Wolken markiert haben, gehen wir wieder weg, machen das Grüne mal kurz weg. Und jetzt den Bereich, den wir gerade markiert haben, der gerade begrün war, den können wir jetzt bearbeiten. Zum Beispiel den Kontrast erhöhen, wenn wir das wollen. Oder die Belichtung. Sieht natürlich voll blöd aus. Aber das kann man alles machen. Und was man auch machen kann, warum ich das eigentlich gemacht habe, ist Color. Man kann nämlich dem ganzen Bereich jetzt eine Farbe geben. Wie zum Beispiel Orange. Wie zum Beispiel Orange. Und wie ihr seht, ist es auf einmal viel oranger. Könnt ihr hier einstellen. Somit kann ich die Wolken oder diesem ganzen Bild noch diesen Sonnenuntergangsflair noch mehr geben. Ich kann natürlich auch in so ein Pink übergehen. Gucken wir mal, ob hier auch irgendwas cool aussieht. So ein leichtes Pink vielleicht, so von Blau zu Pink. So, und dann die Sättigung ein bisschen runter. So könnte ich jetzt zum Beispiel diesem Bild meine ganz eigene Note geben, indem ich halt die Wolken eine bestimmte Farbe gebe. Ich gehe jetzt mal auf das Standard Orange, gehe natürlich ein bisschen runter mit der Sättigung.
sodass es noch halbwegs natürlich aussieht. So finde ich es ganz geil. So, nehmen wir das jetzt einfach mal so, wie es ist. Und klicken auf Done. Ja, und so könnt ihr das machen. Jetzt gibt es noch eine Sache, die ihr machen könnt, die ich häufig benutze. Das ist ein, wie nennt man das? Ein Graduated Filter. Und mit dem Graduated Filter könnt ihr auch bestimmte Bereiche des Bildes bearbeiten. Zieht ihr zum Beispiel hier was runter. Und dann, wenn ihr auf Show Selected Mask Overlay geht, seht ihr, welcher Bereich betroffen ist. Da könnt ihr zum Beispiel einzelne Bildbereiche, wie zum Beispiel nur den oberen, bearbeiten. So, sagen wir mal, ich will jetzt nur bis hier ungefähr bearbeiten. Dann mache ich das ungefähr so. Und dann kann ich auch wieder zum Beispiel oben im oberen Bereich eine Farbe geben. Wie zum Beispiel noch mehr Orange oder tatsächlich noch ein bisschen mehr ins Rot, ins Pink. Oder alles, was ich will. Blau. Dann würde ich das alles wieder ein bisschen ausgleichen. Bisschen natürlicher machen. Das sind alle Spielereien, die sind sehr individuell und damit könnt ihr einfach mal ausprobieren, aber es ist mega geil, das zu wissen, glaube ich. Ich könnte natürlich jetzt auf den ganz extremen orangen Look gehen oder ich gleiche das wieder ein bisschen aus mit einem bisschen Blau hier drin. Das ist halt euch vollkommen selber überlassen. Wir bleiben jetzt einfach mal bei diesem extrem Orange. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die Richtung. So, sieht es vielleicht für manche extrem aus, aber ich feiere das. Wenn ihr jetzt den Unterschied seht, von da nach da ist halt ein Riesenunterschied. Und das könnt ihr alles in Lightroom machen. Ihr könnt das Bild auch komplett pink machen, wenn ihr das haben wollt. Und diese Filter sind einfach super Tools, um euer Bild sehr individuell zu gestalten und Farben zu verändern und euer Bild letztendlich eure Note zu verleihen. Deswegen feiere ich das einfach so mega. So, wenn ihr das Bild jetzt exportieren wollt, dann geht ihr hier oben auf File, Export und dann könnt ihr hier den Speicherort auswählen. Export to Specific Folder und dann geht ihr hier auf Choose. Ich in dem Fall wähle jetzt zum Beispiel einfach nur die Festplatte aus, will es darauf speichern. Hier auf Choose, könnt ihr es theoretisch noch in den Unterordner packen. Hier könnt ihr auswählen, wie ihr es nennen wollt. Ich nenne es jetzt einfach mal Test. Let's go. Klicke ich auf Export, exportieren und dann wird das Bild exportiert. Und dann ist es auch schon fertig. Habt ihr euer Bild, könnt es auf euer Handy übertragen, wie auch immer an Freunde schicken, wie ihr das haben wollt. Und so einfach geht das. So könnt ihr mit wenigen Tools, die es in Lightroom gibt, euch richtig ausprobieren und ihr werdet vielleicht am Anfang noch nicht hundertprozentig verstehen, was ihr da macht und erstmal ganz viel ausprobieren und das ist halt das Geile, sich einfach auszuprobieren, seinen eigenen Style zu finden, seine Farben zu finden und nach entwickelt sich so dann der eigene Stil, der dann auch im Instagram-Feed rüberkommt oder allgemein bei den Fotos rüberkommt und wir haben jetzt aus dem Bild in zwei Videos das Bild gemacht und das könnt ihr jetzt einfach nachmachen, probiert es einfach mal aus, ich glaube das Wichtigste ist einfach, teste dich aus, probier es einfach mal aus. Nimm vielleicht irgendwelche Stockbilder sogar und bearbeite die. Und bleib einfach dran und kreiere deinen eigenen Stil. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dieses Video angeschaut hast. Wenn für dich Mehrwert dabei war, dann klicke doch auf Gefällt mir und abonniere den Kanal für noch mehr Tutorials in Richtung Foto, Video und Träume verwirklichen. Und klicke auch auf die Glocke, damit du immer up to date bist. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit, für deine Energie. Jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, folge deinem Herzen und lebe deinen Traum und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao!